Ihr seid doch echt nicht mehr. Chele, du Wahnsinniger. Springt er einfach hoch. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode. H1Z1 mit dabei. Oh, der iTouch, der mich hier angreift. Hallo, was? iTouch. Nein, um Gottes Willen. Doch, sah so aus. Und der Chele, der mich hier mit einer Waffe bedroht. Ich ergebe mich. Ey! Ihr seht schon, es eskaliert jetzt schon. Erste Folge und nichts passiert. So. Bam, 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 bam. So, wir befinden uns hier aktuell in Lone Pine Development. Hier liegt eine Machete. Die ist mega. Wir haben uns auf der Suche hierher ein bisschen ausgerüstet. Wir sind jetzt hier auf einem PvP-Server unterwegs. Ja. So viel dazu. Ne? Und wir machen uns jetzt von hier aus eigentlich auf den Weg Richtung Ranchito Tanquito. Zumindest ist es mal geplant. Combat Knife, Tactical Flashlight, braucht keine Sau. Na, guck mal hier noch durch. Eine rote Mütze. Braucht eigentlich auch keiner. Wir sollten uns vielleicht auch irgendwo mal ein Erkennungsmerkmal machen, dass wir uns auf der Entfernung mal auch erkennen, falls wir uns mal verlieren. Ich meine, das passiert ja. Das weiß ich noch nicht. Irgendwie können wir uns ja einigen. Irgendeine Mütze oder irgendeine Hose. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Yeah. Der das, Hose das, als Erkennungsmerkmal auf die Ferne? Ja, man weiß ja nicht. Es war jetzt nur so ein spontaner Gedanke. Guck mal hier. Da drehe ich schön. Schick. Der ist 5 cm früher liegen geblieben. Oh, der war knapp. Komm her, kleines Riechen! Also ich wollte dafür jetzt eigentlich keinen Schuss vergeuden, ne? Du bist eh schon fast weg. Nö. Jetzt steht's auch vor dem Haus. Ja, jetzt, das ist, oder? Ganz weg, ganz ja, weg. Jetzt weg. Also wir sind jetzt auf jeden Fall hier in Lone Pine. Und jetzt gucken wir uns hier noch ein bisschen kurz um. Mal gucken, ob wir was Schönes finden. Schon wieder so ein Combat Knife. Wen interessiert denn dieses blöde Combat Knife? Wir sind hier auf der Suche eigentlich fast nur noch nach Munition im PvP. Oder zumindest haben wir das Gefühl, dass nach den aktuellsten Patches extrem viel Waffen, extrem viel mehr Waffen hier drin sind. Auf jeden Fall. Mein, beim PvE brauchst du ja auch gar keine. Das sagst du. Ja, ich meine, das war schon ganz lustig, dann die Zombies abzuballern, aber im Prinzip brauchst du keine. Das ist wahr, das ist wahr. Ein Salzpaket und Generic Immunity Booster, who cares? Wo seid ihr? Genau, im Schlafzimmer, hier gibt es eine rote Mütze, wo wir es gerade zum Erkennungsmerkmal hatten. Hat ja schon eine rote Mütze. Aber mir ist klar geworden, ich möchte meine Fliegermütze nicht loswerden. Ich sehe da so richtig Hillbilly-Style damit aus, das finde ich einfach cool. Altatsch, wo bist du wieder hin? Siehst du, genau das meine ich. Bin ins nächste Haus. Das mit der Antenne oben drauf, ne? Ja, genau. Garten gibt's noch. Da ist er. Da hinten habe ich doch was gesehen. Ein Navy-T-Shirt. Ein Navy-T-Shirt. Cool. Oh, hier hinten hat es ja alles. Ein Brunnen, Grill. Hier könnte man sich's gut gehen lassen, ne? Ja, ich würde sagen, wir bleiben hier, grillen ein bisschen. Ich habe hier sogar ein Barbecue-Beef-Sandwich. Geil. Ja, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's. Das war eine brandneue Folge. How to Survive in L.A. Hier, guck mal, ich kann rutschen. Hui! Geil, ich will auch, ich will auch, ich will auch. Kann ich hier hoch? Ja! Ey, man muss ja auch ordnungsgemäß, ne, hier hoch. Die Leiter ist ja nicht zum Spaß da. Achtung, ja. Achtung, Achtung und... Und? Wey! Wow! Aua, ich bin auf dem Boden aufgekommen. Oh. Ich dachte, das wäre der Chele. Da hab ich auch gedacht. Boah. iTouch, nur einer soll sich um den kümmern, ne? Ja, wäre besser. Alter, cool, der ich glaube, du hast mich erwischt. Habe ich dich erwischt? Ja, weil ich jetzt auf einmal übelst Health verloren habe. Ja, ich auch. Ich bin bei 69%. Ich bei 40. Da habe ich dir mal ordentlich eine Erziehungsstelle verpasst, ne? Genau. Ordentlich Erziehung. So muss das. Oh, guck mal, da oben ist auch noch was Schönes. Chele, bist du noch in dem Haus drin? Ja. Wie geht's dir so? Ich bin gerade über Crap of Clothes. Medikamente. Bist du... Wow! Ja, das ist ein Fall. Wow. Das ist eine Falle. Auf der Treppe war eine Falle. Ja, da bin ich fast reingerannt. Hier oben noch ein paar Sachen. Ich habe sie kaputt gemacht. Ich war so frei. Naja, ich wollte mich jetzt nicht unbedingt selbst noch umbringen. Gibt's auch. Okay. Hier ist noch ein empty bottle.
Nimm sie mit. Nee, ich habe keinen Platz mehr. Wie kann man denn keinen Platz mehr haben? Das ist ein Zombie-Apokalypse. Ich habe keinen Platz für so einen. Hier ist eine empty Bottle. Die nehme ich mit. Scheiße, ich habe auch keinen Platz. Verdammt. Aber erstmal kritisieren, ne? Ja. Guck mal, kann ich hier aufs Dach? Kann ich hier aufs Dach? Ich höre hier gerade einen Roller an mir vorbeifahren, dachte ganz kurz, ah, das ist im Spiel. Voll vertieft, Hilfe! Aber das wäre vielleicht echt das nächste Gute, wenn wir irgendein Auto Vehikel, ja. Hätte ich nichts dagegen. Braucht niemand ein Combat Knife? Bitte? Ein Combat Knife? Nö. Nö. Aber es ist echt idyllisch hier, also das wird das ein richtig schönes Örtchen. Ja. Also wenn es nicht Apokalypse oder so wäre, fände ich das schon cool. Also ich bin jetzt schon im nächsten Haus, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Boah! Willst du mir jetzt Angst machen? Ja. Das war fast geschafft. War der Plan. Oh, 45er Runden. Kann man immer gebrauchen für eine kleine Pistole. Aber sonst ist hier echt... Also ich weiß ja nicht, ne? Alter, wie viel Futter ich habe, ey. Crowbar, grün-gelbe Kappe. Komm, Schlag! Wunderbar. Wie viele Scrap of Cloth habt ihr? Bestimmt 50 inzwischen. Ja, das ist echt heftig. Vertilizer. Ich habe auch keinen Platz. Der hat 30 Bandagen. Ja, aber man muss hier echt mal schauen, dass ich mir mal mein Hyperfron. Was ist denn das? An antiviral drug designed to inhibit the development of specified virus. Nehmen wir mal mit, ne? Kann nicht schaden. Oh mein Gott, die Tür ist einfach zugegangen. Ich hab so Angst. Ich suche hier überall nach Munition, aber hier hat's einfach nichts mehr, ne? Scrap of Clothes. Braucht jemand ein Blue Blackpack? Backpack? Nö, also ich nicht. Dann schredder ich ihn mal. Ja, mach das mal. Jetzt muss ich mal hier mal ein bisschen aufräumen. 10 Bandagen. Braucht denn so viele? Ich mache gleich mal welche mehr. Warte oben. Wir waren jetzt oben, genau. Wir waren jetzt gerade eben oben. So, ich mache hier die ganze Zeit gemütlich hier Bandagen. Und stell fest, dass einfach kein Platz. Oh Gott, das ist, ich habe so viel Zeug dabei, das ist nicht normal. Combat Knife. Brauche ich wirklich ein Combat Knife? Ich habe eine Axt. Ja. Man findet hier so viel. Kaffee mit Zucker. Oh, den hau ich. Ich habe jetzt. Nee, habe ich Lust auf einen Zucker? Ich habe auch noch Kaffee zum. Mir ist gerade eingefallen. Scheiße, ich gehe nochmal kurz zurück zu dem Brunnen. Oh. Ich hab jetzt auch Dings hier discovered. Schwarzpulver, nee, Schießpulver. Schön. Ach, für die Minen. Sehr schön. Ich hab nämlich ganz viele leere Flaschen. Stell ich gerade fest. Sieben Stück. Da gibt's Biofuel. Hast du gerade gesehen? Na, also Biofuel habe ich nicht genommen. Man kann sich's aber selber herstellen. Ja, aber auch noch Fett. Tierfett. Aus Tierfett, genau. Frage ist, also bis wir ein Auto haben, brauchen wir es nicht. Ne? Frage, hat noch eine Batterie im Rucksack? Also die Batterie würde ich auf jeden Fall aufheben. Na, würde ich auch sagen. Seid ihr schon wieder weiter? Ich bin nochmal zurückgegangen, um Wasser zu holen. Okay. Und ich könnte es eigentlich auch gerade abkochen. Ja, machen wir aber gerade noch einen großen. Sollen wir das kurz abkochen? Dann hätte ich nämlich noch Fleisch zum Grillen. Ja, Eitatsch, kommst du da nochmal zurück? Weil dann mach mal ein kleines Barbecue hier. Okay, ich komme. Ich hab Kohle. Ich mach mal Kohle rein, wenn ich sie finde. Da. So. Und mit dem Feuerzeugchen machen wir das jetzt an. Und da brennt das. Schön. Schönes Wasser. Gib einfach Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, bin dabei. Die Pipe schmeiße ich weg. Braucht kein Mensch. Ich bin am überlegen, ob ich einfach mal einen Baum fälle. Einfach mal so? Ja.
Das wäre aber nicht sehr nett. Scrap Metal, bringt mir das was? Vor allem so viel. 28 Scrap of Clothes stelle ich gerade fest. Meine Güte. Aufbild! Boah, direkt neben mich. Voll auf dem Rückchen. Das ist nicht sehr schön. Da kommt was. Was denn? Irgendwo hör auf. Irgendwo da draußen rennt ein Zombie rum. Mach mir schon mal weiter. Gunpowder stelle ich gerade fest, habe ich. Weapon Repair Kits. Ja, ich bin hier gerade mal ein bisschen am Ausmisten. Shotgun-Munition. Brauche ich die? Weiß ich nicht. Vehicle Spark Plugs. Auf jeden Fall mitnehmen. Was ist das? Habe ich auch. Das sind Zündkerzen. Ah, macht natürlich Sinn. Die nehmen so auch gar nicht so viel Platz weg, oder? Die Spark Plugs nicht. Nee, Zündkerzen. Nee, die nehmen nur 10. Hallo. Hallo, bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Ich habe mal kurz einen Zombie gesagt, was Sache ist. Woodlocks. Oh, das ist gut. Das könnte ich vielleicht ja, das sogar war ich. Gebrauchen. Bandagen, da. Hat jemand vielleicht eine Empty Bottle für mich gerade da? Ach, gerade nicht. Ich habe aber Purified Water, wenn du das möchtest. Oh, das wäre auch super. Gibt's leider nichts. Ich schmeiße mal ein Purified Water hin. Wolltest du Kaffee kochen? Ich habe gar keinen Kaffee mehr hier. iTouch, hier liegt bei mir. Ah ja, wunderbar, ich danke dir. Ich hab dir noch eine Flasche, wenn du möchtest. Nee, eine reicht. Nee, kannst du ruhig nehmen, ich habe genug. Ich habe 7 Purified Water. Nehme ich auch nur 2 mit. Wir müssen es ein bisschen aufteilen, dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Du kannst auch eine dritte nehmen. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt die dritte dann aufnehmen kann. Ich bin hier gerade nämlich ein bisschen am Aussortieren, das macht keinen Sinn. Ich nehme es gerade hier zwischen deinen Beinen weg. Oh, danke. Oh, danke. Da stehe ich drauf, das weißt du doch. Boah. So. Ekelpaket. Nicht Ekelpaket? Ja. Verstehe ich nicht, warum. Ekel. Du bist immer so gemein zu mir. Magic Bogen, Punchy Stick, Saline. Saline könnte ich mal machen. Ja, habe ich jetzt auch gerade gemacht. Da kann man das Aid-Kit draus erstellen. Genau, das ist nämlich meine Intention. Weil die bringen, glaube ich, ein bisschen mehr, ne? Was bringt mehr? Ein First Aid Kit. Ah ja, stimmt. Da. Die crafte ich mir jetzt nämlich mal. Eins konnte ich mir jetzt craften. Ja, ihr seht, wir sind hier uns fleißig am Ausrüsten. Wie macht man nochmal das First Aid Kit? Mit Saline und Bandage. Ah, genau. Stimmt. Das war's. Das war Craft. Ist ja krass, ich habe 30 Scrap of Clothes. Das ist doch viel zu viel. Da sagst du was. So, gerade noch gucken, aber ich kann nichts machen. Ich mache mir dann einfach mal fleißig Bandagen weiter. Da. So. Jetzt habe ich mir jede Menge Bandagen gemacht. Der Dunkel. Die Frage ist, was bringt mir das? Wahrscheinlich nichts. Barbecue, so, seid ihr an, oder? Seid ihr bereit? Ja. Nicht mehr an? Ich glaube nicht. Nö, sieht nicht so aus, ne? Nee, schade. Sonst hätte ich mir einen Kaffee gemacht. Oh. Naja. Kann man einen Kaffee drauf machen? Ja, du musst Wasser reinlegen und das Kaffee dazu. Dann kannst du das machen. Wollt ihr nochmal machen? Hab noch Kohle. Also mir ist egal, also wenn du es machen würdest, wäre ich natürlich dabei.
Na gut, dann haut mal rein. So ein kleiner Kaffee. Hui! Währenddessen hüpfe ich mir den Wolf. Ich Hallo. Esse mal ein paar Blackberries, mach ein bisschen was anderes. Mhm. Und dieses Dosenfutter. Dosenfutter, lecker. 19 Bandagen hier, 13 Bandagen dort. Warum habe ich das Gefühl, dass iTouch... Oh, ich stelle gerade fest, ich sollte auch mal was essen. Hier sind ja Blackberries gerade, haben sich hier gespawnt. Ja, ja, aber ich meinte ein eher richtiges Essen. Ich weiß nicht, wie das da bei euch aussieht, aber ich habe da nur noch einmal Dosenfutter. Also ich habe noch eine ganze Menge, wenn du was brauchst, musst du was sagen. Eine Dose? Ich habe ganz viel. Oder ein Steak oder sowas? Steak habe ich nicht, aber ich habe ganz viele Dosen. Dann hätte ich doch gerne... Was hast du denn für Dosen? Also ich habe Bohnen, ich habe geschnittene Karotten, ich habe Hühnchen, aber das ist keine Dose, das ist glaube ich jetzt so eine Tüte. Dann habe ich aber auch nochmal frisches Hühnchen in der Dose. Frisches Hühnchen in der Dose? Da steht Fresh Chicken. Interessant. Dann habe ich Thunfisch in Salzlake. Dann nehme ich doch bitte... Warte, ich bin noch nicht fertig. Noch nicht fertig, du hast ja jede Menge. Noch, ey, was hast denn du alles? Ich habe noch hier gewürfelte Tomaten. Dann habe ich geschnitten oder halt hier in Scheibchen geschnittene, na sag schon, Pfirsiche. Ich habe noch eine Gemüsemixdose und das war's. Ich glaube, ich nehme mir erstmal lecker schönen Bohneneintopf. Bohnen. Ich nehme eine Bohne. Da juckt mich nicht die Bohne. Wo ist er? Gedroppt. Ah, die Bohne zwischen deinen Beinen. Interessant. Lecker. So, noch was dazu? Was passt denn gut zu Bohnen? Ich glaube, finde ich auch. Thunfisch ist immer gut. Gut. Dann gibt's nochmal Thunfisch. Lecker. Mams Chunk Tuna. Was ist denn Chunk Tuna? Kann ich nicht sagen. Tuna super. Weiß ich nur, ist, die Firma dankt. Keine Problemos. Also ich weiß nicht, wie sieht's aus mit eurem Kaffee? Der Chill ist noch drin, ne? Deswegen, er macht gerade seinen Kaffee. Oh, es wird dunkel. Ich hab Angst. Chill, kannst du dran? Wunderbar. Jetzt haben wir noch das Survival Borscht. Ja, das habe ich auch mir einen noch. Aber ich habe das Gefühl, dass das einfach so extrem ist. Dass das so extrem satt macht. Aber... Also komm, hier ist gucken. Echt... In dieser Stadt ist echt tote Hose, ne? Muss man mal so sagen. Ja, es sind auch keine anderen Leute da, ne? Nö. Wo der Server im Medium ist. Bist du fertig? Ich muss noch was craften gerade. Aber ich bin gerade dabei. Also ich habe jetzt Kaffee drinne. Ja, jetzt habe ich Kaffee. Wunderbar und wunderbar. So. Schön. So muss das sein. Dann koche ich einmal das Dreckswasser hier noch ab, schnell. Ich glaube, ich trinke einfach mal einen Kaffee. Lecker Kaffee. Aber lass mal noch an, weil jetzt habe ich noch eine empty Bottle. Ups. Dann, So. Liebe Leute, gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht und zwar, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Ja, ich will nur mal meine leeren Flaschen auffüllen. Da musst du ja noch das Wasser abkochen, ne? Ja, das geht ja ganz schnell. Also dann würde ich sagen, dann machen wir hier einfach eine Folgepause, dann kochst du dein Wasser ab und wir gehen danach mal hier in dieser schönen Ortschaft weitergehen Norden. Und gucken wir uns mal an, was es hier noch so schönes hat. Da hinten sehe ich noch richtig schöne Blockhütten und alles. Richtig, richtig, also Blockhütten. Naja. So schöne Einfamilienhäuser zumindest. Die sehen ganz schnucklig aus. Da gehen wir nachher hin. Und der iTouch kocht sein Wasser. Ja. Und der Chile, der macht, was der Chile halt. Der Chile macht das, was der Chile halt so macht. Und da guckt so. Schön. Ja, Grill-Barbecue-Party. Geil. Danke. Gute Nacht. Und bis übermorgen. Haut drin. Cheerio.